Moin, liebe Kreuzfahrtfreunde, ich darf euch recht herzlich willkommen heißen zum Cruise Alert. Ich freue mich, dass ihr wieder mit dabei seid. Die Kreuzfahrt-News aus dem Heimathafen, was die Woche wieder so los war. Und ich darf ein bisschen was berichten. Und heute in der Sendung geht es um das für mich bleibendste Erlebnis neben meiner Reise nach Wien, war das Gespräch und der Abend mit unseren Weltreisegästen Michaela und Marc. Wir haben zusammengesessen und die haben berichtet von der Weltreise, Feedback gegeben. Und da möchte ich euch heute ein bisschen teilhaben lassen dran. Also, wenn euch das interessiert, bleibt gerne dran. Und ein paar andere Sachen habe ich auch noch für euch. Ich bin wieder zurück. Heute eben gerade angekommen hier in Salzburg. Es ist jetzt, guck auf die Uhr, Punkt 19 Uhr. Und habe die Bahn genommen, dann aus Wien wieder zurück. Ich war ja einen Tag in Wien. Was habe ich dort gemacht? Ganz einfach, ich habe dort... ich war eingeladen zu einem Abend von AIDA Cruises und Costa Cruises. Die haben zusammen einen so, wie soll man sagen, so ein, ja, so ein Abend für Touristiker gemacht, die also von unterschiedlichen Firmen waren. Natürlich die so die mit den größten Umsatz machen, auch für die Reedereien selbst. Und man hat dort abends zusammengesessen, gestern Abend. Das war wirklich schön. Ich bin mit der Bahn dann abends so rübergefahren, war dann so pünktlich um, wann war ich da, 18 Uhr, Westbahnhof. Hab mir Motor One eingeschickt, hab dort meine Sachen abgegeben, hab mich schnell geduscht und dann bin dann rübergegangen in ein wirklich fantastisches Hotel. Also, da muss ich euch jetzt mal so einen ganz kleinen Hoteltipp noch mit an die Hand geben. Wenn ihr mal nach Wien fahrt, solltet ihr auf jeden Fall vorher überlegen, ob ihr nicht euch für dieses Hotel entscheidet. Und zwar ist das Motto Hotel. Ich blende mal ein paar Bilder ein. Es ist gerade renoviert worden, vor 2 Jahren, meine ich. Und es ist wirklich ein ganz, ganz tolles Haus. Ich war total begeistert von dem Stil, den man dort mit modischen, zeitgenössischen und so stilistischen, historischen Dingen kombiniert hat. Finde ich toll. Guckt mal hier, Eingangsbereich, möchte ich euch mal zeigen. So geht's rein, dann die Lobby. Dann haben wir oben diese wirklich fantastische Bar. Da hat man oben das Dachgeschoss ausgebaut zu so einer Bar. Das sieht wirklich genauso aus wie auf diesem Bild. Und ich habe auch ein Bild auch noch aus dem Zimmer, aus dem Hotelzimmer. Wirklich, also sieht toll aus. Das war ein fantastischer Abend. Wir haben uns toll unterhalten. Wer war mit dabei? Ganz einfach. Es war ein Costa-Chef dort, der für den Dachverband verantwortlich war. Ich meine, er heißt Andrea. Und es war auch noch die Chefin von Costa für Schweiz und Österreich da, die Uli Suhlkopp, mit dem Bernhard zusammen. Die sind also wirklich zwei ganz liebe Kollegen. Da habe ich mich wirklich gefreut, dass wir uns wiedergesehen haben. Die waren da und es war natürlich auch Uwe Mohr da, Vice-Präsident Sales von AIDA Cruises, also verantwortlich für den gesamten Reisebüro, Vertrieb und viele andere Sachen auch noch. Key Account zum Beispiel, das ist ja so ein Bereich, der für die Ketten verantwortlich ist. Und es war auch noch da Alexander Ewig verantwortlich, also Senior Vice President Marketing und Sales. Und das war auch ganz spannend, da haben wir uns auch ein bisschen ausgetauscht, das erste Mal kennengelernt. Wir haben uns vorher noch nicht gekannt. Ich durfte ihn dann auch kennenlernen dort und wir haben abends schön zusammengesessen und ein bisschen was getrunken und uns ausgetauscht. War wirklich eine ganz feine Runde und ich habe wieder viele gute Sachen erfahren. Aber dazu kommen wir noch. Ihr werdet natürlich als erstes davon wissen. Was habe ich noch? Ich habe dann heute noch einen Termin auf der Messe gehabt, denn in Wien findet die Ferienmesse statt. Heute. Also von heute bis Samstag, Sonntag. Und dort kann man also sich tolle neue Eindrücke holen. Und heute ist ja so ein besonderer Tag, weil heute ist der 16.3. Und was bedeutet das? Ganz einfach. 3 Jahre zurückgeguckt, auf den Tag genau, war heute der erste Tag des ersten Lockdowns. Und deswegen hat das heute irgendwie so ein richtig bisschen melancholisches Flair gehabt, fand ich. Also das war richtig schön auf der Messe. Was soll ich sagen? Ich bin noch ganz beschwingt. Viele interessante neue Sachen gesehen. Ich habe zum Beispiel für euch mal so die aktuellsten Regent-Kataloge zum Beispiel mitgebracht. Bis Mai 2025. Die sind jetzt erst gerade rausgekommen. Ich habe die Vorschau von der Europa mit dabei, von der Europa 2. Die gehen dann nämlich auch bis September 25 mit interessanten Routings. Und was habe ich noch? Ach, guck mal hier. Worldwide Voyage. Das Ding wird auch immer dicker. Silver Sea. Der Katalog ist von 2024 mit interessanten Routen. Also, wer da Interesse hat, kann da sehr gerne nachfragen bei uns. Wir geben Auskunft. Was habe ich noch? Passt mal auf, ich habe noch was von der AIDA wieder gesichert. Schaut mal, ganz kurz. Achtung! Oh, schaut mal. Seht ihr das? Das hing früher auf den Gängen an den Fahrstühlen. Oh, und das ist der Decksplan von AIDA Vita. Den werde ich jetzt hier irgendwo aufhängen. Wirklich ein schönes Schiff. Thema AIDA Vita ist jetzt übergeben worden
Und dort ist jetzt eine libanesische Flagge, glaube ich, hin drauf, laut Schiff und Kreuzfahrten. Die Kollegen haben dort das veröffentlicht, ist das jetzt übergeben worden, hinten ist ein neuer Name rangeschrieben worden und jetzt bin ich mal wirklich gespannt, was passieren kann. Da kann alles passieren. Entweder es gibt einen Eigner, der sagt, okay, wir machen das Schiff wieder flott, oder die schöne Vita wird auf die Bank geschoben. Die wird verschrottet. Mal gucken. Wir wissen es noch nicht. Ich bin gespannt. Ich werde es euch aber berichten, sobald ich was erfahre. Genau. Was habe ich noch für euch? Ich habe heute auch noch ganz liebe YouTuber getroffen. Und zwar Alfred und Brigitte. Wir haben uns in Wien auf der Messe getroffen. Das war wirklich schön. Sie sind auch begeisterte Zuschauer. Darf ich ganz lieben Gruß nach Wien richten. Das war ein wirklich netter Austausch. Und wir haben ein bisschen gequatscht, wo wir gefahren sind. Witzigerweise haben sie ja über den YouTube-Kanal, das ist echt lustig gewesen, haben sie, also sind sie auf uns aufmerksam geworden. Und noch viel witziger, als sie dann gehört haben, dass wir im Juli letzten Jahres dann mit TUI, mit der Mannschaft gefahren sind, haben wir rausgefunden, dass wir die Kabinen nebeneinander hatten. Und sie haben sich an meine Stimme erinnert oder so. Also, ja, was soll ich euch sagen? Auf jeden Fall ist das wirklich... Das ist wirklich skurril. Sie sind also neben uns beim Familienurlaub letztes Jahr an der Kabine gewesen und haben uns dann über YouTube gefunden und gleich kontaktiert. Jetzt haben sie gleich eine Reise gebucht und zwar geht es mit AIDA los. Also es ist wirklich schön gewesen. Schöner Austausch. Und sie haben auch erzählt, fand ich auch toll, sie haben über Warnemünde erzählt und sie haben von Warnemünde aus mal eine Reise gestartet mit NCL. Und dort war das deswegen so interessant, weil mit NCL, das ist eine amerikanische Reederei, waren einige Amerikaner an Bord, also um nicht zu sagen fast alle. Und da waren viele dabei, die früher nach dem Krieg oder vor dem Krieg ausgewandert sind, zumindest die Familien. Und für die war das wirklich so ein hochemotionaler Moment, aus Warnemünde dann mit dem Schiff auszulaufen. Da haben sie gesagt, da sind viele Tränen verdrückt worden. Und deswegen war das so ein besonderer emotionaler Moment in Warnemünde, weil das Auslaufen sowieso das schönste Auflaufen auf der ganzen Welt ist. Also da stehen alle und winken und es ist, ihr müsst es erleben. Also es ist wirklich, ihr könnt ihr gerne mal unten in die Kommentare schreiben, ob ihr auch schon mal von Warnemünde aus losgefahren seid oder ob ihr es vorhabt. Es ist wirklich, wirklich hammermäßig. Hammermäßig. So, was habe ich noch? Jetzt gibt es noch ein paar Tipps von mir, so... die so nebenbei reingeflattert sind. Costa zum Beispiel hat jetzt alle Regularien aufgehoben, also da braucht ihr jetzt auch nicht mehr mit Impfen und so ein Kram. Das ist alles auch durch. Die meisten Reedereien haben jetzt alles aufgehoben. Und ja, da bleibt also jetzt nicht mehr viel übrig. Da könnt ihr also jetzt wirklich feuerfrei, los geht's, buchen und losfahren. Eine Sache, die mir jetzt wichtig ist, und zwar, wir haben ja jedes Jahr immer Gäste auf den Weltreisen gehabt. Wir haben jetzt für dieses Jahr einige Gäste durch das Weltreisen-Video von YouTube. Ich verlinke euch gerne mal da oben das Video nochmal, wo ich ein paar Tipps gebe zum Buchen. Gebucht für die Weltreise und wir haben jetzt Gäste drauf gehabt, die mit AIDA Mar die Weltreise gemacht haben und wieder zurück sind. Michaela und Marc sind zurück. Wir haben uns getroffen am Dienstagabend, sind sie vorbeigekommen und wir haben ein bisschen Canapés. Ich habe eine kleine Pizza reingeschoben. Wir haben zwei, drei Bierli getrunken. Bierchen getrunken, also in Österreich sagt man Bierli. Und das war wirklich nett. 4 Stunden oder so haben wir zusammengesessen und uns ausgetauscht. Sie haben Fotobücher gemacht, mitgebracht. Sie haben mir sogar, weil ich gefragt habe, wenn es möglich ist, würde ich mich freuen, von jedem Hafen, von dem Liegeplatz, ein Foto gemacht. Habe ich also schön gekriegt, mit schönen Stempel und mit der Flagge dazu. Also wirklich richtig schön. Ich habe mich sehr gefreut. Tolle Bilder haben sie geschossen und sie haben natürlich auch viel zu erzählen gehabt. Es waren ja insgesamt, was haben sie erzählt, 1300, 1400 Gäste an Bord. Mit den Teilstrecken natürlich war das dann ein bisschen wuselig, aber sie haben berichtet, es war eine fantastische Reise. Es war wirklich richtig was geboten. Sie haben tolle Sachen gesehen. Auch wenn bei so einer Reise natürlich immer auch mal was passieren kann, was unerwartet ist, das habe ich Ihnen ja vorab auch gesagt. Und Sie haben gesagt, Alex, du hast du recht gehabt. Es ist wirklich, man muss sich darauf einlassen. Es ist nicht alles so geplant, wie man das gerne hätte, sondern es ist eine Erlebnisreise. Ne? Das ist so, Osterinseln konnten ja nicht angelaufen werden, man munkelt, weil halt zwei, drei Gäste an Bord Corona hatten, haben die Behörden das dann nicht. Egal. Und viele andere Sachen, die dann auch so passiert, später anlaufen, früher anlaufen und einen Hafen auslassen und so. Da gibt es halt so viel, was sie berichtet haben, was interessant war. Aber so ein paar Sachen haben sie gesagt, haben sie im Nachhinein nicht bereut. Sie haben gerade beim Thema Ausflüge, Freunde, da muss ich euch jetzt allen so ein bisschen Wind aus den Segeln nehmen.
Ich habe einige Gäste, die jetzt schon langsam nervös werden, was das Thema Ausflüge angeht. Auf der Weltreise. Und ich kann euch so viel sagen, wir sind sehr gut vernetzt zur Ausflugsabteilung. Das heißt, also wir sind sehr gut vernetzt, sagen wir es mal so. Und wir haben da uns auch ausgetauscht zu. Und die Ausflüge, die bei euch bei der Weltreise drinstehen in eurem MyAIDA-Account, das sind auf jeden Fall nicht alle Ausflüge, die dort reinkommen noch. Die Ausflüge werden gerade noch aufgearbeitet. Die werden ausgearbeitet und die werden vor allen Dingen dann auch mit Kontingenten erst Schritt für Schritt, Stück für Stück im MyAIDA freigegeben. Also das, was ihr dort seht, auch wenn da steht, ist ausgebucht, da ist noch gar nichts ausgebucht. Die Ausflüge, die für die Weltreise 2023/2024 jetzt reingestellt wurden, das waren die Ausflüge, die sowieso stattfinden. Da brauchte man vorher nicht viel absprechen, das sind Standardausflüge, die sowieso immer stattfinden, die garantiert werden können und alles, also ich sag mal so 70%, was noch dazu kommt, das kommt erst noch dazu. Ihr könnt euch wirklich drauf verlassen. Beim Thema Ausflüge, wo wir schon dabei sind, haben Marc und Michaela natürlich auch viele Tipps gehabt. Sie haben einiges vorab reserviert und sie haben viele interessante und tolle Ausflüge mit AIDA gemacht. Sie haben aber auch gesagt, dass sie sehr viel auf eigene Faust gemacht haben. Und das ging auch wirklich ausgezeichnet. Zum Beispiel haben sie mir hier so Karten für öffentlichen Nahverkehr haben sie mir mitgebracht, für Melbourne zum Beispiel. Das war ein heißer Tipp, weil da die meisten den halben Tag am Ticketautomaten verbracht haben. Da haben die wirklich viele tolle Tipps für euch. Zum Beispiel, dass man immer der Erste sein sollte, der das Schiff verlässt. Weil überall, gerade so Ticketautomaten und sowas, ihr seid überall als Erstes dran, ihr seid überall als Erstes wieder weg und ihr könnt raus und zack, bumm, und ihr braucht nicht lange warten. Bei den Bussen genauso. Da müsst ihr euch vorne gleich, wenn ihr einsteigt bei den Bussen, vorne gleich hinsetzen, weil das dauert Ewigkeiten. Rein, dann wieder raus, dann wartest du wieder und es verstreicht einfach viel Zeit. Also, Nummer 1, nicht schlafmützrig unterwegs sein, sondern raus, wenn man aktiv sein will, macht das und ja, dann nutzt vor allen Dingen auch die Chance, früh bei überall zu sein. Und einige haben sich auch fast in jedem Hafen Mietwagen zum Beispiel gemietet. Auch ein guter Tipp gewesen. Es soll super funktioniert haben, das Netz von den Mietwagengesellschaften ist so gut ausgebaut, dass man wirklich fast in jedem Hafen die Chance hat, dort begrenzte Kapazität natürlich, Mietwagen zu bekommen. Also lohnt sich da mal, sich schlau zu machen, ob das nicht was für einen ist. Und da auch mein Tipp an die Familien, nehmt euch gerade bei der Reise von Hamburg nach Hamburg, nehmt euch so eine Untersitze mit für die Kinder, denn dort in den Taxen und so gibt es sowas nicht. Ne? Da gibt es so eine kleine, wo man sich draufsetzen kann. Die haben einige Gäste mitgehabt, die mit Kindern gereist sind. Das war wohl ein richtig guter Tipp, weil damit waren sie flexibel, damit sind sie vom Schiff gegangen und haben dann im Grunde genommen ihren Tag gestaltet. Ich gehe stark davon aus, das waren Individualgäste, die dann draußen individuelle Ausflüge gemacht haben. Dann natürlich das große Thema Südafrika, Südamerika, Brasilien. Da gab es einige Handtaschendiebstähle oder Goldkette abgerissen, Ohrringe rausgerissen. Solche Sachen, da müsst ihr einfach euch schon jetzt drauf einstellen, das geht so nicht. Marc hat auch gesagt, beim Thema Fotografieren, wenn ihr fotografiert und ihr seid zu zweit, ist das das Normalste der Welt, da müsst ihr nur drüber nachdenken, dass ihr, wenn ihr fotografiert, dass der andere guckt, ob da ringsrum irgendwas ist. Wisst ihr, das sind so goldene Tipps. Ihr braucht nicht zwei, braucht nicht durchgucken, ob die Perspektive passt, sondern einer muss gucken, ob da nicht irgendwo einer hinläuft und nicht greift und so. Das ist einfach da unten so. Da muss man sich so ein bisschen reindenken und sich mit der Sache ein bisschen beschäftigen. Dann habe ich noch einen anderen Tipp gekriegt. Wenn ihr zum Beispiel euch für eure Kabine vorbereitet. Marc und Michaela waren so pfiffig und die haben sich Magnete mitgenommen, mit Haken zum Beispiel, haben sich Magnete besorgt, weil die ganze Kabine ist ja das sind ja Metallplatten. Also die sind magnetisch überall. Das heißt, die haben sich auch so Faltregale mitgenommen, vom IKEA als Beispiel oder weiß ich, wo ihr die kauft. Die konntet ihr aufhängen, da konntet ihr eure Sachen gut sortieren, das ging wirklich ausgezeichnet, das sind wirklich goldene Tipps, gestaltet euch da eure Kabine ein bisschen aus, dass ihr da also gut zurechtkommt. Auch gerade Seetage haben sie auch super genutzt, das wird überhaupt nicht langweilig. Marc hat dann beim Seetag auch schon immer seine Fotobücher dann bearbeitet und hat das im Grunde genommen dann alles schon so vorbereitet, dass er in Hamburg nur noch auf Senden drücken musste und dann kam 2 Wochen später schon das Fotobuch zugeschickt. Das hat er also auf den Seetagen gemacht, das ging gut.
Michaela hat zum Beispiel ein bisschen Sport gemacht auf den Seetagen. Man hat sich dort gefunden, da war eine gute Gemeinschaft, die ihm so ein bisschen Spinning angeboten haben. Das war auch eine gute Sache. Sie haben auch berichtet, kulinarisch, das war wirklich toll. Man hat auch regionale Sachen eingekauft. Die haben sich da wirklich sehr, sehr viel Mühe gegeben. Es war ein tolles Erlebnis. Und sie waren rundum zufrieden, muss ich ehrlich so sagen. Goldene Tipps sind natürlich auch, wie bewege ich mich so ein bisschen? Man muss sich ein bisschen antizyklisch bei vielen Sachen bewegen. Ne? Das ist einfach das Um und Auf. Da muss man einfach gucken, dass man für sich da so ein bisschen so einen Rhythmus reinbekommt. Ne? Gerade Sie haben es zum Beispiel berichtet, in Sydney, bei dem Feuerwerk dort, was dort dann abends war. Ne? Das war natürlich eine Menschentraube, das kann man sich kaum vorstellen, wie viele Menschen da waren. Und da war das wirklich der beste Tipp, an Bord bleiben an dem Abend, um von Bord aus das sich anzuschauen. Die haben dann ein schönes Setup aufgebaut vom F&B-Bereich mit Stehtisch, mit Sitzhockern. Das haben die wirklich gut im Griff gehabt und toll organisiert. Und wer da ein Plätzchen gekriegt hat, der war wirklich tiptop aufgehoben. Und eine lustige Story haben sie auch erzählt. Und zwar Kapitän Felix Rothe hat auch einen super Job gemacht. Immer gute Durchsagen, immer up-to-date alles gehalten. Und lustige Anekdote, die beiden sind fußballbegeistert und haben sich dann also auch den Wecker gestellt für das Finale der Fußball-Weltmeisterschaft. Ne? Also Frankreich, Argentinien. Und das haben sie sich angeschaut, das war irgendwie, in der Nacht haben sie sich das angeschaut, mit der Zeitumstellung und so. Und es endete also um 7:30 irgendwie, dass sie dann zum Frühstück gegangen sind. Und dann haben sie um 9 Uhr die Übertragungswiederholung für die Gäste, die dann aufgestanden sind, im Theatrium gezeigt. So, das Theatrium war also bumsvoll, alle sitzen drin, sind gespannt, schauen sich die erste Halbzeit an, bis dann Felix Rothe seine Durchsage macht. Ding dong, ding dong, wir sind heute in XY. Und der Tag fängt ja schon gut an. Argentinien ist Weltmeister. Ich kann mir das so gut vorstellen, wenn ich zurückdenke an die Zeit an Bord, wie das dann läuft. Da ging ein Raunen durch den Raum, durch das Theatrium. Die Stimmung war im Keller. Der Kapitän hat verrissen. Also es war wirklich, ich muss jetzt wieder lachen, das ist wirklich, ja, schöne Anekdote. Hat wieder gut gepasst und da weiß man genau, was los ist. Also wirklich. Herrlich, wirklich schön. Ich habe wirklich Spaß gehabt. Habe ich mir noch mehr aufgeschrieben? Ja, ich habe mir viel mehr aufgeschrieben, aber das würde jetzt so ein bisschen den Rahmen sprengen. Aber ein Tipp, den darf ich euch noch mit auf den Weg geben. Und zwar beim Thema Internetpakete. Da haben sie berichtet, dass einige natürlich auch für 1.900 Euro dann so ein Internetpaket gebucht haben. Und im Nachhinein waren die Gäste ein bisschen enttäuscht. Warum? Natürlich hätte ich euch auch gleich sagen können, das ist natürlich mit dem Internet an Bord immer so eine Sache. Das ist nichts mit Netflix gucken und mit irgendwelchen Videos anschauen. Da kann man sich auch gerade so vielleicht mal eine Story bei Instagram anschauen. Aber das beschränkt sich wirklich auf Textnachrichten und auf Fotos schicken. Mehr ist da nicht drin von der Bandbreite. Da ist jeder enttäuscht, wenn er sich da sonst was erwartet. Deswegen haben die beiden für sich entschieden, sie hätten sie nicht gebraucht, weil es gibt dort also wirklich auch in den Häfen Möglichkeiten, dort mit den Internetspots auszukommen. Bei internationalen Restaurantketten ist es auch so, dass man dort einen Spot bekommen konnte. Aber natürlich haben sie gesagt, zwischen San Antonio und Australien ist da nicht viel mit Internet. Ne? Also das ist so Südsee das Stück, da ist nicht viel. Da könnt ihr also ganz entspannt bleiben. Also da stellt euch einfach drauf ein, dass ihr da Urlaub habt. Ja, dann noch eine andere lustige Geschichte haben sie erzählt, aber lustig gar nicht. Also eigentlich nicht lustig, sondern interessant. Da haben sie Gäste gehabt, da ist die Frau gestürzt. Sie hat sich also hier so eine Platzwunde zugezogen. Und die Schiffsärzte haben dann gesagt, naja, da muss unbedingt ein MRT gemacht werden, damit man also sehen kann, ob da jetzt alles in Ordnung ist. Das MRT heißt oder CT, ist auch wurscht, ich bin ja kein Arzt. Jedenfalls, ob das alles in Ordnung ist oder ob da am Kopf irgendwas passiert ist. Genau. Deswegen konnten die nicht mitreisen. Da konnten sie sich entscheiden, ob der Mann jetzt weiterreist oder ob sie beide absteigen. Jedenfalls haben sie dann gesagt, wir steigen beide ab. War irgendwo in Brasilien, glaube ich. Nee, in Chile, glaube ich. Chile? Ja, ich glaube Chile, Argentinien. Chile oder Argentinien, ist ja wurscht. Und jedenfalls haben sie dann dort das gemacht und es im Hotel, im Krankenhaus hat alles gut gepasst, war alles super. Aber sie wollten natürlich bei der Weltreise wieder mitfahren, weil das Schiff war ja nun wieder weg. Dann haben sie sich dann ein Taxi organisiert, wo sie sich die Kreditkarte freigeblasen haben und sind dann mit dem Taxi von Chile nach Argentinien gefahren. Das ist ungefähr so, als wenn du heute von der Ukraine nach Russland fahren willst, ungefähr. Von der Brisanz nicht ganz so schlimm, aber da unten mögen die sich nicht ganz so doll, sagen wir es mal so. Jedenfalls, das war also hochdramatisch und dann haben sie es wirklich geschafft, in Ushuaia unten, am südlichsten Punkt,
anzukommen und dann aufs Schiff zu kommen. Und da haben sich also alle dann auch gefreut, dass es gut geklappt hat. Aber es war halt ein Abenteuer und eine Geschichte von vielen auf so einer interessanten Weltreise. Freut euch drauf, wir bereiten das alles noch auf. Gerade die, die bei uns die Weltreise gebucht haben, die partizipieren natürlich in erster Linie von den Tipps und von den Erfahrungswerten. Gerade jetzt für uns ist total interessant gewesen, nach der Pandemie dort mal so ein bisschen auch jetzt ein bisschen was aufzuarbeiten, zu aktualisieren. Das macht die Michaela total toll für uns und da sind wir total happy drüber. Also, das waren so ein paar Eckdaten, so ein bisschen was zur Weltreise. Ich denke, vielleicht für den einen oder anderen war schon was dabei. Und ja, Friseurtermin haben sie gelacht. Den müsst ihr euch ausmachen. Also den Friseurtermin müsst ihr euch vorab ausmachen, bei Maya Ida. Wenn ihr es nicht macht, ist halt lange Haare angesagt. Das ist einfach so. Ne? Gut, ihr Lieben. Es gibt bald wieder neue und noch interessantere News. Nächste Woche, freut euch drauf. Ich sag erstmal Paris, Athen, auf Wiedersehen. Bleibt gesund, bleibt fröhlich, seid lieb zueinander und wenn ihr was braucht, meldet euch bei uns. Also bis dahin. Tschüss.